Und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt mein Zimmer. Und um 8:45 beginnt ja meine Tanzstunde. Ich weiß gar nicht, ob ich ein bisschen bekomme. Und es war schon wieder so ein bisschen aus meiner Comfortzone raus, muss ich sagen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich wie immer, dass ihr wieder mit dabei seid und ich dachte, ich nehme euch wieder in meinem Tag so mit. Nur, dass ihr das so ein bisschen zeitlich einschätzen könnt. Also ich bin vorgestern hierher gezogen. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne anschauen. Da habe ich euch ein bisschen beim Umzug mitgenommen. Mir ist auch aufgefallen, ich habe dann gar keine Roomtour mehr gemacht. Deswegen würde ich einfach sagen, ich zeige euch das heute einfach so ein bisschen im Vlog und nehme euch einfach jetzt in meinen ersten Tagen in München so mit. Heute haben wir jetzt schon 2:45. Heute früh habe ich so ein paar To-Dos abgehakt. Ich musste die IKEA nochmal anschreiben, weil die mir auch Sachen geliefert haben, die ich nicht bestellt habe. Und es fehlt auch noch was vom Schrank. Das hat aber noch nicht so funktioniert. Also ich wurde da bei diesem Chat, da gibt es so einen Online-Chat, da wurde ich einfach rausgehauen. Deswegen muss ich das später oder morgen nochmal probieren. Und ich habe nach einem Tanzstudio gesucht. Nicht wundern, ich mache mich jetzt mal nebenbei ein bisschen fertig, weil ich wollte gleich noch einkaufen gehen und ja, mich einfach noch für den Tag so ein bisschen ready machen. Genau, ich habe schon die ganze Zeit ein Tanzstudio wieder gesucht, weil falls ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich auch in Passau getanzt habe. Da habe ich in einer Tanzschule getanzt und in der Uni. Jetzt die letzten 4 Monate, wo ich zu Hause gewohnt habe, habe ich gar nicht getanzt. Also irgendwie habe ich nichts Richtiges gefunden und deswegen habe ich da eine Pause gemacht. Aber mir hat es wirklich so doll gefehlt. Deswegen dachte ich mir schon die ganze Zeit, wenn ich nach München ziehe, dann möchte ich auf jeden Fall mir eine Tanzschule suchen. Und ich glaube, ich habe jetzt eine ganz coole gefunden. Also ich habe die so ein bisschen auf Instagram und so gestalkt und es sah schon sehr vielversprechend aus. Also ich möchte Lyrical Jazz, Contemporary Jazz, irgendwas in die Richtung tanzen und da haben die richtig viel Auswahl. Und da habe ich jetzt heute eine Class gebucht. Und da gehe ich dann später mal hin. Ich bin richtig gespannt. Bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe extra jetzt was für alle Stufen gebucht. Also für alle Levels. Also ich wollte nämlich nicht gleich fortgeschritten buchen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass dann das Level dort richtig hoch ist. Und ich habe jetzt auch 4 Monate Pause gemacht und so. Und irgendwie denke ich, ist es besser, wenn ich mich so Schritt für Schritt dran trau und nicht dann irgendwie so gar nichts mehr Blick. Also für heute Abend habe ich jetzt dann Jazz Basics gebucht und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Es fängt um 8:45 an, es ist wirklich sehr, sehr spät. Ich hoffe, ich kann mich dann noch aufraffen, aber jetzt habe ich dafür gezahlt, jetzt muss ich dahin gehen. Das ist jetzt nur eine Verpflichtung, die ich eingegangen bin und ich glaube, wenn ich dort bin, dann gefällt es mir auch oder hoffe ich, dass es mir gefällt. Ich finde nur immer das Aufraffen ein bisschen schwierig. Und ansonsten will ich jetzt eben einkaufen gehen. Ich will auch einmal kurz in die Stadt gehen, weil wir brauchen auch neue Kaffeekapseln. Ich wollte die nicht bestellen. Ich kann da auch kurz in die Stadt gehen. Ich weiß übrigens, dass es mit den Kaffeekapseln nicht so super ist. Aber ja, falls ihr da irgendwie eine Alternative wisst. Also ich glaube, es gibt jetzt auch so wiederverwendbare Kaffeekapseln, die man immer wieder neu befüllen kann, oder? Mit Kaffeepulver. Und da muss man nicht immer diese Aluminium-Kaffeekapsel kaufen. Aber falls ihr da irgendwas wisst, ich habe diese Nespresso Vertuo-Maschine, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid, weil es wäre schon ganz cool, wenn man da irgendwie eine bessere Alternative hätte. Aber ich habe damals die Kaffeemaschine eben im Angebot gekauft. Und irgendwie, ja, jetzt habe ich diese Kaffeemaschine, jetzt benutze ich die auch noch weiter. Ich will dann irgendwann mir mal eine Siebträgermaschine holen. Seit ich in einem Café gearbeitet habe in Passau, bin ich wirklich da richtig obsessed mit. Also, ja, mal schauen. Vielleicht kann ich mir irgendwann mal den Traum erfüllen. Übrigens, was habe ich da gerade gemacht? Ich mache das mal irgendwie. Bin da echt kein Pro drin. Genau, ich würde jetzt sagen, ich mache mich mal noch schnell ready und dann zeige ich euch das Zimmer und dann gehe ich einkaufen und dann schaue ich mal, wie viel
ich wollte noch in die Innenstadt, um zu dem Nespresso-Laden zu gehen. Und dann abends gehen wir zusammen zur Tanzstunde, würde ich sagen. Schaut jetzt ein bisschen wild aus. Okay, ich verblende das mal noch kurz. So, ich bin jetzt fertig. Und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt mein Zimmer. Wie schon gesagt, es ist noch nicht final. Ich bin ja auch erst vorgestern eingezogen. Vieles hat noch nicht so seinen Platz gefunden. Und ja, aber ich zeige euch das jetzt trotzdem. Also, hier ist meine Tür. Und rechts daneben ist jetzt meine Kommode. Ich dachte, ich stelle da meine Schminksachen hin. Und die zwei Bilder habe ich jetzt da mal hingestellt. Aber ja, vielleicht hole ich mir auch noch so ein Regal, dass ich irgendwie die Bilder draufstellen kann oder so. Und eigentlich will ich auch gerne eine andere Lampe. Aber genau, eigentlich passt die auch voll. Und genau, die habe ich jetzt da hingestellt. Und in der Kommode sind oben so Krimskrams-Zeug. Also, keine Ahnung, Faszienrollen, Neonail-Zeug, eine Vase, dann so Kosmetik. Taschen und so für Sachen, für die ich jetzt noch keinen Platz habe. Und in den zwei weiteren Schubladen habe ich dann Klamotten noch einsortiert, also Sportsachen, Schlafanzüge, kurze Hosen, die ziehe ich jetzt eh nicht an. Und unten sind noch so Pullis und so und Hosen drin. Dann für die Milch habe ich gerade noch keinen Platz. Verlieb, meine Mama hat einfach so einen ganzen Pack Oatly-Milch gekauft. Weil der war bei uns im Angebot. Und genau, hat sie einfach so einen ganzen Karton gekauft. Für meine Wäschewanne brauche ich auch noch einen Platz. Und für mein Waschmittel und so. Also irgendwann werde ich auch die Klamotten in meinen Kleiderschrank noch räumen, wenn die Bretter angekommen sind. Und dann habe ich ja dafür auch Platz. Also kann ich die Waschsachen da rein tun. Dann mein, also für die Wäsche, genau. Und eigentlich will ich hier dann noch einen Spiegel hinstellen. Den haben wir nun nicht ins Auto bekommen, aber den bringt vielleicht mein Papa mit. Der besucht mich nämlich wahrscheinlich am Mittwoch. Und genau, dann hier mein Bett. Genau, da würde ich eigentlich ganz gerne noch irgendwie eine bunte Decke oder so haben. Ich weiß es noch nicht. Also die Situation da hinten gefällt mir jetzt auch noch nicht so, aber ja. Mit den zwei großen Kissen bin ich voll zufrieden, weil dann kann ich mich jetzt gut anlehnen. Das ist schon mal ganz gut, weil ich hatte ja dieses Problem, dass diese Bretter hier einmal rund ums Bett rumgehen. Und ich fand es ein bisschen blöd, dass ich mich da nicht anlehnen kann. Aber ja, die Wand ist noch ziemlich weiß. Da muss ich mal schauen, was ich mitmache. Falls ihr irgendwie Ideen habt, dann schreibt mir gern. Genau. Und hier habe ich ja meine Lichterkette hingehangen. Dann nebendran ist mein Schreibtisch. Den finde ich richtig toll. Also ich habe ja ewig überlegt, welchen Schreibtisch ich nehmen soll. Ich habe ja bei IKEA auch erst geschaut, aber ich habe mich jetzt doch für einen höhenverstellbaren Schreibtisch entschieden. Den habe ich bei Amazon bestellt und der ist wirklich toll, weil man muss hier ganz leicht draufdrücken und dann fährt dieser Schreibtisch einfach hoch. Okay, stellt nicht scharf. Genau, und zeigt auch noch an, wie hoch er ist. Man kann ihn auch programmieren und dann so verschiedene Stufen einstellen. Genau, und er geht bis 1,20 Meter nach oben. Das heißt, man kann sich auch gut hinstellen, was echt ganz cool ist. Ich fahre den jetzt mal wieder runter. Und hier sind noch so Anschlüsse. Da kann man dann sein Handy laden oder Laptop laden, was halt auch voll praktisch ist. Dann braucht man nicht noch mehr Steckdosen. Und ja, ich finde, er hat auch eine gute Größe. Also da bin ich wirklich richtig zufrieden. Und die Wand will ich wahrscheinlich auch erstmal weiß lassen, weil ich überlege mir, einen Beamer zu holen, dass ich dann vom Bett aus hier Fernsehen schauen kann. Ja, das wäre eigentlich ganz cool. Dann nebendran habe ich jetzt dieses Regal. Das wollte ich eigentlich erst verkaufen. Ich habe es aber jetzt doch behalten, weil ich es doch ganz cool fand. Da habe ich jetzt Kisten. Eine ist auch leer, den anderen ist so Medikamente und Krimskramszeug drin. Und meine Pflanze musste wieder mit. Und mein, also die Monstera und die Efeutute. Die hat jetzt übrigens richtig viele Blätter bekommen. Genau, das ist ja ein Ableger von Maya, also von meiner alten Mitbewohnerin aus Passau. Und die hat, da hat sie mir einen Ableger mal gegeben. Und Maya, falls du das Video siehst, der Pflanze geht's super. Daneben dran sind noch Koffer, die will ich aber noch in den Abstellraum räumen.
Und hier ist noch mein Kleiderschrank. Und da hinten, ja, also die Sachen wurden mir falsch geliefert von Nakeer. Das habe ich euch ja erzählt. Ich hoffe mal, dass das bald abgeholt werden kann, weil es nimmt halt auch echt viel Platz weg. Und ja, genau. Und Wäscheständer habe ich da noch. Ja, genau. Das ist mein Zimmer. Ah ja, und die Lampe haben wir ja noch neu hingemacht. Die finde ich richtig toll. Ich finde, die schaut so gemütlich aus. Also die macht das Zimmer irgendwie nochmal viel wohnlicher. Schreibt mir gern, was ihr vom Zimmer haltet und was ihr noch irgendwie verändern würdet oder so. Aber ich bin so erstmal richtig zufrieden und kann mich auf jeden Fall hier sehr wohl fühlen. Genau, ich will, dass es halt noch ein bisschen bunter wird und mit so persönlichen Bildern und so, dass sich halt wirklich so nach meinem Zimmer, dass es sich so wirklich nach meinem Zimmer anfühlt. So viel dazu. Ich gehe jetzt erstmal los und kaufe ein paar Dinge ein. Ich habe auch schon eine Einkaufsliste geschrieben und genau. So, ich bin jetzt wieder vom Einkaufen zurück und ich habe heute insgesamt 13,93 Euro ausgegeben. Ich habe einmal Eier gekauft, dann Brötchen, einmal für heute Abend und einmal für morgen früh. Dann habe ich wieder diesen veganen Hauchschnitt gekauft. Kann ich voll empfehlen, finde ich echt richtig lecker. Dann haben wir Öl hier gebraucht. Dann habe ich noch Essigessenz gekauft. Unser Wasserkocher muss unbedingt entkalkt werden. Also wir haben hier so kalklastiges Wasser, deswegen genau probiere ich das damit. Und dann habe ich noch eine Avocado gekauft und eine Mango. Richtig müde. Ich habe jetzt einfach so 2 Stunden gechillt in meinem Bett. Ich habe Trash-TV geschaut. Ich schaue gerade Love Fool. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es bei RTL Plus. Diese Sendung macht mich komplett fertig. Es ist unterhaltsam. Aber ich habe das Gefühl, die Trash-TV-Serien müssen immer mehr getoppt werden. Und es wird immer krasser und immer abgespaceder. Also ja, falls ihr das schaut, schreibt mir mal gerne auf Instagram oder so, wie ihr die Serie findet. Und genau, jetzt habe ich noch ein bisschen YouTube geschaut, habe noch was gegessen. Und jetzt haben wir 7:45 und um 8:45 beginnt ja meine Tanzstunde. Ich weiß gerade nicht, ob ich es ein bisschen bereue, die gebucht zu haben. Ich bin so müde und habe auch irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen und so. Ich weiß nicht, ich war vorhin noch in der Stadt, habe ein paar Sachen besorgt. Naja, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt aufraff und dann dort bin, dann gefällt es mir hoffentlich. Und genau, eigentlich bereue ich das nie, da nochmal rausgegangen zu sein und ja, mich nochmal bewegt zu haben oder so. Genau, deswegen überlege ich jetzt mal, was ich da anziehe. Also es ist ja so eine Basic Jazz-Stunde. Das heißt, ich glaube, ich ziehe einfach so meine Schlaghose an, diese Sportschlaghose, dann Sport-BH und irgendwie Langarm-Shirt drüber oder so. Ich weiß nicht. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil es halt immer noch mal so, wenn man dann wo neu hingeht und die Leute nicht kennt und so, ist irgendwie immer aufregend. Ja, genau. Deswegen, ich raff mich jetzt mal auf und dann geht's tanzen. Ich freue mich. Thank you.
Wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Gestern bin ich dann erst so um 11 Uhr zu Hause gewesen. Aber das Tanzen hat mich so erfüllt. Es war so, so schön und ich bin richtig froh, das Tanzstudio gefunden zu haben. Also ich will noch unterschiedliche Kurse ausprobieren, bevor ich mich irgendwie festlege. Aber der Kurs hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, weil ich fand es halt cool, dass da nicht so viel Druck dahinter war. Es war halt voll locker und jeder hatte einfach Spaß und ja, wir haben zum Beispiel auch eine Diagonale gemacht und wir sollten immer so 4 Jazz Walks machen, also so 4 eigentlich wie so normale Schritte, nur mit mehr Hüfte, ich weiß nicht, wie man das richtig beschreiben soll, und dann immer nach den 4 Schritten 2 Posen einnehmen oder irgendwas improvisieren. Und es war schon wieder so ein bisschen aus meiner Comfortzone raus, muss ich sagen, weil ich meine, ich kannte die Leute halt nicht und irgendwie, es war so eine komplett neue Umgebung. Und dann, ja, da einfach zu improvisieren vor den anderen ist dann schon eine Überwindung, aber ich fand es trotzdem so cool und die Choreo gefällt mir auch richtig gut. Es war ein bisschen schwierig, weil die Choreo schon vor 2 Wochen angefangen haben und ich habe jetzt so versucht, alles irgendwie nachzulernen schnell. Aber ja, eigentlich hat es schon ganz gut geklappt und ich finde es, also ja, es macht mir einfach richtig Spaß. Und ich freue mich einfach, da jetzt wieder tanzen zu können. Mir hat das so gefehlt jetzt. Mir hat das so gefehlt jetzt die ganze Zeit. Ja, ansonsten ist heute jetzt echt nicht viel passiert, muss ich sagen. Ich habe Vormittag mein Video geschnitten und ansonsten habe ich noch geputzt, weil wir haben hier einen Putzplan in der WG und ich war mit Böden dran. Also wir machen das hier ein bisschen anders. In den WGs, wo ich davor war, haben wir einfach immer wöchentlich rotiert und einer hat immer alles gemacht. Und hier haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass es 3 Aufgaben gibt, also Küche, Bäder, Böden, und es rotiert jede Woche und dann muss man nicht alles auf einmal machen, sondern man hat dann halt entweder die Küche, die Bäder oder die Böden. Da haben wir auch noch genau definiert, was man dann da alles machen muss. Genau, das habe ich heute erledigt. War jetzt, glaube ich, nicht so spannend für euch. Aber jetzt gehe ich gleich noch essen. Das ist jetzt eigentlich super spontan, aber mich haben tatsächlich auch mehrere von euch auf Insta angeschrieben, ob wir dann mal was essen gehen wollen oder Kaffee trinken gehen wollen und so. Ich habe mich da so gefreut. Ich bin ja gerade noch so ein bisschen mich am Eingewöhnen hier und würde mich am liebsten mit allen von euch treffen. Aber ja, ich glaube, das schaffe ich auch zeitlich gar nicht. Aber falls ich es irgendwie hinbekommen, dann mache ich das voll gern, weil ich lerne auch richtig gern neue Leute kennen und so und ich ja, finde es toll und heute treffe ich mich mit einer, wir haben auch schon öfter mal geschrieben. Eigentlich wollten wir heute in der WG kochen, aber das klappt jetzt doch nicht und deswegen freue ich mich, dass ich noch anderweitig jetzt beschäftigt bin. Ja, übrigens, ich glaube, das Licht hier ist richtig schlimm, aber draußen wird schon wieder dunkel und ja, naja, in einer Stunde muss ich ungefähr gehen. Genau, ja, und so lang chill ich jetzt hier, glaube ich, einfach. Hallo, fällt euch was auf? Ich habe einfach meinen Spiegel. Mein Papa ist heute nämlich spontan nach München gefahren und hat mir meinen Spiegel mitgebracht. Ich hatte den auch schon in Passau und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich den jetzt so schnell hier habe, aber ich freue mich voll. Das Blöde ist, es ist nicht ganz ein Ganzkörperspiegel, weil ich bin einfach zu groß, als wenn ich normal hier stehe. Sehe ich meinen Kopf nicht. Ich muss immer ein bisschen weiter weg, aber genau, ich freue mich richtig, dass ich jetzt hier auch einen Spiegel habe. Ich finde, es macht nochmal richtig viel im Zimmer aus, vor allem mit der Lichterkette und so. Genau, und einen Koffer hat er mir auch noch mitgebracht mit meinen restlichen Klamotten, die will ich jetzt dann noch auspacken. Und ansonsten hatten wir einen voll schönen Tag in München. Also wir waren in der Innenstadt, waren was essen, sind ein bisschen durch die Läden gebummelt. Da habe ich mir auch einen Pulli mitgenommen, den kann ich euch auch mal zeigen. Und zwar habe ich den bei Zara gekauft und ich fand die Farbe richtig schön. Und zwar ist der so waldgrün, würde ich ihn jetzt einfach mal beschreiben. Genau, und hat eben auch so einen höheren Kragen. Genau, in der Kamera kommt gerade gar nicht die Farbe so rüber. Aber vielleicht mache ich irgendwie ins Tageslicht. Nee. Genau, ich fand den richtig schön. Und ich glaube, der hält auch voll gut warm mit dem Kragen hier noch. Weil
Draußen ist wirklich so kalt. Und ja, jetzt regnet es auch noch. Es ist echt richtig ungemütlich. Ich habe auch überlegt, ob ich heute nochmal zum Tanzen gehe. Aber die eine Stunde um 17.10 Uhr, die fällt heute aus. Und um 20.45 Uhr, ich glaube, es ist mir heute zu spät. Ich glaube, da kann ich mich heute einfach nicht mehr aufraffen. Also ich habe es zwar die ganze Zeit jetzt überlegt, aber ich glaube, das ist mir heute einfach zu viel. Weil ich bin jetzt irgendwie auch voll müde. Ich denke, ich mache heute einfach einen entspannten Abend zu Hause, weil die letzten zwei Abende war ich ja auch unterwegs. Gestern war es übrigens auch richtig schön. Wir waren im Zeitgeist in der Maxvorstadt und es war richtig lecker dort und auch voll die schöne Atmosphäre. Also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Man kann da auch frühstücken gehen und es ist auch eine Bar. Also genau, richtig cool. Aber Kathi hat auch gemeint, also mit der ich mich getroffen habe, dass das auch voll bekannt ist in München. Also, dass es eigentlich jeder kennt. Und ja, ich glaube, ich mache jetzt einfach heute einen entspannten. Und morgen fahre ich ja auch schon nach Hause. Die paar Tage gingen jetzt so schnell rum. Aber genau, ich muss dann auch mal schauen, wie ich dann wieder zurückkomme. Weil die Bahn jetzt auch streikt bis Montag. Und das ist irgendwie ziemlich blöd, weil eigentlich wollte ich am Sonntag wieder zurückfahren. Aber Montag streiken sie auch noch den ganzen Tag. Das heißt, eigentlich könnte ich erst wieder am Dienstag so entspannt zurückfahren. Heute haben wir Donnerstag und ich fahre heute nach Hause. Wie man sieht, fahre ich mit dem Auto. Ich bin richtig gespannt, wie es wird. Das ist meine erste Langstreckenfahrt alleine. Und so Autobahn und so habe ich irgendwie gar keine Bedenken. Aber ich muss ja jetzt ein bisschen durch München fahren und da habe ich schon ein bisschen Angst. Also, ja, was heißt Angst? Also Angst habe ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall was anderes, als in Bamberg rumzufahren oder so. Deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie es wird. Ich habe heute früh alles zusammengepackt. Ich werde jetzt übers Wochenende nach Hause fahren. Ich mache jetzt mal noch Musik an zur Beruhigung. Und dann noch Google Maps. Und dann hoffen wir einfach mal, dass alles glatt läuft. Ja, wünscht mir auf jeden Fall Glück. Okay, jetzt noch Google Maps. Ich fahre so ungefähr 2,5 Stunden. Let's go. Ich habe ja diese Kleber hier. Ich klebe das jetzt einfach an die Scheibe hier. Let's go. Hello. Kleines Update. Ich mache gerade Pause. Ich bin schon 1,5 Stunden gefahren. Ich habe jetzt noch eine Stunde vor mir. Ich war gerade auch bei McDonald's. Ich habe irgendwie so Hunger. Ich habe mir so Plant-Based Nuggets geholt. Und Pommes und eine Cola. Das werde ich jetzt essen und dann fahre ich weiter. In München hat übrigens auch alles super geklappt. Also ja, ich wurde einmal angehupt, weil ich nicht gesehen habe, dass die Ampel grün wurde. Perfekt. Aber ansonsten war es echt easy, muss ich sagen. Mit Google Maps ist es wirklich einfach, finde ich. Also voll das gute Navi. Nothing can break me.